So, und da sind wir wieder zu einem weiteren Spieltag. Bremen gegen Nürnberg. Ich bin dafür, dass wir nicht auf Regen spielen, weil Regen ist doof. Wir spielen auf Regen. Wir spielen bei Schnee. Boah. Trocken. Okay, danke. Es ist zwar Winter, aber ich hoffe, wir haben mit Steffen Schwurbel einen warmen Schiedsrichter. Schwurbel! Schwurbel, die Herz. So, wie ihr seht, haben wir drei Pizarro. Drei unterschiedliche Folge waren ihre letzten Spiele. Ja, das können wir knacken. Da können wir ihre... Also wir können das sozusagen von denen wieder aufbrechen. Sie, was versuchst du? Oh, hast du gesehen, nur? Der war aber... Zucker, muss man mal versuchen jetzt hier. Wir haben noch keine Zeit, Mann. Wir haben noch keine Zeit. So. Ja, zumindest hat das Netz gefackelt. Da so. Fackelt das Netz. Da wackeln so, wir nicht lang. Mal wieder Dreier her hier. Ich hab keine Haben Lust wir nicht gegen Nürnberg zu so verloren? Schon? Ich glaube, wir haben gegen alle schon mal verloren. Die nie gewinnen. Nie gewinnen Kicker. Ja. Da haben sie alle verloren. So mal, langes Pässchen nach vorne. Aber die kommt nicht an. Spitze, der nicht ankommt. Schön. Boah, Nino, da kommt er noch dazwischen. Was für eine Bombe. Mann, oh, no. Ah, hat er natürlich gut gerettet da, ne? Oh, das war ein zu doller Pass. Das tut mir leid. Ey. Ich krieg dich weg, Alter. Ich scholle Scheck, ey. Was heißt nochmal Esel oder so? Zack. Da kam er nicht hinterher. So, wo wollen sie durch? Wo können wir sie bedienen? Es wird ja schwierig, die immer alle... Gut. Wunderbar. Paar Meter machen. Ich sehe keinen. Oh. Aber Abstoß, ey. Oh, unglaublich. Dann läuft er im Netz. Hast du nochmal geschickt mitgenommen, den Ball, ne? Ja. Ganz doof. So. Er ist doch aufgestützt da. Kommt einfach an mir vorbei. Ja, der ist drin. Ich konnte nichts machen. Der läuft einfach an mir vorbei. Ah, Mann, ey. Ging gar nichts. Was soll man machen, ne? Da hat die rote Zora zugegriffen. Einfach so ohnmächtig, du kannst nichts mehr machen. Wow, 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 wow. Wenigstens eine Ecke rausgeholt. Hat die da alles rumspielen, oh Mann. Ah. War klar, ich hab dir auch schon gar nichts mehr gedrückt, weil so wie der geflogen ist, ey. Da sah man schon kommen, dass der Elfer rauskommt. Na. Wo guckt er hin? Welche Ecke? Links. Oh, nee, ey, das gibt's doch nicht. Wir werden gleich schon wieder bombardiert, ey. Das geht genauso weiter wie im letzten Spiel. Aber, pff, was soll's. Boah! Tagesmotto, Digga. Impact Engine. Alter Schwede, da ist gar nichts passiert. Die haben nicht mal einen Ball gesehen da. Boah, Mann, ey, das ist doch alles Humbug. Was ist denn das, ey, für eine Entscheidung? Das geht's doch nicht.
Ey, die haben mit mir Karussell gespielt, oder was? Und wir berühren die nicht mal? Ah, Mist. Mir kribbelt... Oh nein! Jawoll! Oh, wie eine Klasse, geil! Super. Wir haben keine Chance. Wir haben einfach keine Chance. Alles ist so schlimm. Hauptsache, wir halten die Champions League. Ja, und wir sind doch schon gleich durchgereicht. Nein, Mann. Wie hey, zwei Tore, die holen wir doch nie im Leben auf, Mann. Wir haben in unseren ganzen Aufnahmen heute ein Tor geschossen. Heran, Steffen, Schwurbel. Das ist so ein cooler Name. Wird ja auch ein Schwurbel? Hier, ja, mit der Faust ins Gesicht, Wiese. Bist du lauter? Nein! Ja, da versauen wir uns auch noch unsere eigenen Chancen. Ey, gib mir den Ball jetzt. Oh. Das war schwierig. Ich hab's nicht hingekriegt. Einfach die Unfähigkeit. Da kann ich gerne zugeben, dass ich zu doof bin. Schön, Wiese. Jawohl! Nein! Alter. Vorschuss! Nicht, was das geht! Oh Mann, ey, ich kann gleich nicht mehr. Ja! Gib ihm den Ball! Köln gleich aus gegen Leverkusen. 1-1. Geh weg! Das ist meiner! Schickst einen mit gerade, ne? Mhm. Ich kann es nicht. Es ist einfach. Das Spiel macht mich fertig. Komm, nächste Elfer. Hol ihn raus. Oh, nee. Nein. Schade, da gab es bestimmt ein paar Optionen, aber so schnell sieht man es einfach nicht. Ist einfach zu schwierig, ja. Sich auf alles dazu konzentrieren. Sonst, weil wir eh schon die FIFA-Legastheniker sind, ne? www.fifalegastheniker.de Unsere neue Homepage. Die FIFA-Spasten. Oh nein, ey, das gibt's doch nicht, ey. Ey. Oh. Da kommen sie wieder, die FIFA-Legastheniker. Oh. Ah. Nein. Ich kann nicht einschätzen, wo der Computer lang läuft. Unpredictable. Damit habe ich gerechnet, aber es ist halt auch irgendwie zu wenig, was wir hier machen. Es ist einfach zu wenig. Ich mache ja schon Taktik. Sehr gut wieder ins Spiel gebracht. Dann machst du hier ich mache schon Tactical Defending, aber im Gesicht. Ja, wir müssen einfach dabei bleiben. Also wir müssen einfach am Ball bleiben, wir müssen besser werden. Einfach mal hinten. Wie war es nochmal mit hinten rum und so? Mhm. Naja, es klappt ja noch. Na, der hat doch die Hand rausgeholt. Nein, ey. Das war ein Haken zu viel. Nee, ich habe ja gar nichts gemacht. Ich habe ja nicht mal. Ich habe sofort losgelegt. Soweit ich ihn hatte. Da, gib ihm die Schelle. Gib ihm die Nackenschelle. Ja, Mann. Nochmal. Nackenschelle.
Das ist doch nicht Ball gespielt. Das ist doch hier ein Faust ins Gesicht. Ein Schiedsrichter sagt, alles fair. Spieler sagt, ich bin tot. Mutter sagt... Nicht mal der Schiedsrichter pfeift das ab, dass er da liegt. Oh. Ja, also der Spieler bleibt erstmal eine Runde liegen. Ist echt krass, oder? Wir kriegen da alles ins Gesicht geschlagen und die bleiben dann liegen, oder? Ja, das ist schon ein bisschen, also Schiedsrichter finde ich schon ein bisschen unfair manchmal. Also bei PES ist es zu krass, die pfeifen jeden Pups. Und hier ist... ein bisschen zu lasch. Aber auch manchmal zu hart, also es ist sehr komisch. Vielleicht ist das auch, je nachdem welchen Schiedsrichter man hat. Vielleicht ist es ja auch so eine Sache. Ob es dann noch inkompetente Schiedsrichter sozusagen gibt. Aber haben wir nicht immer Schwurbel? Der ist ja grundsätzlich inkompetent. Warum haben wir ihn? Ich möchte dafür plädieren, dass er nie wieder bei uns ein Spiel fällt. So. Rausgeholt. Und verloren. Ach komm, ey. Hinten einreihen, schön. Ich kann ihn nicht mal abwehren, nur. Ich stehe vor ihm, aber ich kann quasi nur Ball. Kenn ihn nicht. Haben wir nie trainiert. Spiel ohne Ball. Wir brauchen Tischtennis, bitte. Bam! Alter Schwede, ey. Aufgelaufen, ne? Stürmisches Foul, ey. War durchgesetzt da. So, wenigstens das jetzt hier. Dambo hinten? Ach, verdammt! Nein. Warum läuft er nicht durch, ey? 65 Minuten gespielt, 0-3, das ist Bremen-like, ne? Total nicht, Digga. Ja, da laufen sie über außen durch. Da gibt er alles. Und nimmt nichts. Teammanagement. Nautovic ist auch noch verletzt. Ja, danke. Verstauchter Knöchel. Ich spiele weiter. Komm, holen wir Pizarro rein. Schlimmer kann es nicht werden. Junosovic. Holen wir Inowski rein. Ja, komm. Schön, ne? Also, dass unsere Spiele immer kaputtgeschlagen werden. Aber dann ist ja tatsächlich nichts passiert. Wieso das haben wir hier? Nein! Selbst das haben wir nicht. Und Nork auf außen. Wieso stoppt er denn da? Ja, das war ich, weil ich unfähig bin. Huch, wo ist der Ball? Der Zuschauer mit dem Kennzeichen oder Fahrzeuginhaber mit dem Kennzeichen, möge bitte aus dem Parkverbot. Ach, Mist. Ja, also bei uns ist die Luft raus. 0-3. Verdient. Auch. Aber Hoffenheim gewinnt gegen Wolfsburg, sehr gut. Nö, keine Chance. Oh. Ich dachte, er könnte da rankommen, aber die sind halt alle sehr schwerfällig und so, ne? Und Surrealismus und so. Impact. Gib ihm. Ich hab schon den Fuß am Ball. Aber, oh. Ja, sicherlich. So unglaublich, ey. Komm, schenken wir noch ein Tor. Er kommt echt so angekullert, der Ball, und Wiese hält ihn nicht, ey. Er ist halt manchmal schwierig, ne?
So, was machen wir aus diesen Außendingern? Nichts. Das ist grundsätzlich, dass wir daraus nichts machen können irgendwie. Außen ist nicht unser Ding, ne? Wir müssen immer durchbrechen. Ja, ist irgendwie, obwohl wir halt über die, zu langsam einfach. Das ist aber unsere Spieler sind mit die schnellsten, die es so gibt. Hier, denke an Norg, Utalde und so. Die spielen auf Außen, das sind die Turbomaschinen der Liga. Schade. Sehen sie aber selbst anders irgendwie. Sind auch recht schnell, aber irgendwie, wir sind unfähig. www.unfähig.de. Komm, ey. Uns sei doch mal wenigstens ein Tor vergönnt. Gibt's doch nicht. Ihr hattet schon eins in dieser Aufnahme. Nicht mal einen Doppelpass kriegen. Ey, ich hab den Ball ihn doch schon abgehört. Ach, Mann, schade, schade. Hegeler in der 89. Minute macht das Ding jetzt nochmal ganz klar hier. Es war ja vorher, musste man zweifeln, ob die es bis zum Ende durchziehen können, so. Aber. Ja, ich habe jetzt auch keine Lust, so richtig Motivation hier nochmal in den letzten Sekunden noch was zu reißen. Höchstens, dass unsere Spieler reißen. nur nicht vielleicht noch ein paar Karten. Ja, komm, das gibt gleich Rot. Danke für die Erlösung. Ein klares 4:0. Ich sag dir, wir sind durchgereicht. Stuttgart gewinnt. Wolfsburg verliert. Wir sollen hier mal gucken, wo die anderen stehen. Spieler ist verletzt, ach was. Knöchel wird 3 Wochen ausfallen. Aber das ist ja noch relativ wenig. Ja, aber... Das ist so behindert, ey. Das ist so ultra krass behindert. Immer noch Platz 3. Meinst du? Ja. Hab's gerade gesehen. Sicher? Also wo bin ich? Oder? Warte mal, ich versuche auf Statistik zu kommen, Mann. Wo ist denn das? Oh, das ist schon aggressiv. Platz 5. Mensch. Was habe ich denn da gesehen? Weiß ich nicht, vielleicht. Torjäger oder was auch immer. Keine Ahnung. Platz 5 da, ja. Da habe ich doch irgendwas. Da habe ich irgendwas verpasst, oder? Wie hat Dortmund dann so schnell Bayern eingeholt? Weiß ich nicht. Bayern hatte 6 Punkte Vorsprung. Bei uns, ja. Die haben unentschieden, glaube ich, gespielt. Oder sowas. Meine Güte. 2-mal oder so. Ja, so schnell kann es gehen. Da hätten wir stehen können eigentlich, ne? Ja, hätten wir stehen können. Aber jetzt steht sogar HSV vor uns. Aber wir haben jetzt eine Niederlagenserie. Es steht in Siegen 12, Unentschieden 3, Niederlagen 8. Tore, aber das war alles aus der ersten, ne? Hier, wie heißt das? Hinrunde. Nächste Partie geht gegen Hertha. Hertha BSC, ja. Platz Hertha 16. BSC. Und die knüppeln uns auch nochmal richtig weg, die gute ja, Hertha. Ja, die sind natürlich heiß, ne? Und die sind jetzt ja abgestiegen. Obwohl, das läuft ja wohl auch noch, ne? Man wird sehen, vielleicht. Nee, das wurde doch beendet, oder wie? Ja, jetzt wollen die ja nochmal vors Allerhöchste gerichtet. Ach so. Also ich weiß ja nicht so ganz genau, ne? Ich habe jetzt sogar schon das Gerücht gehört, wenn das wirklich so weitergeht, könnte es sogar dazu führen, dass die Bundesliga nicht rechtzeitig angepfiffen wird. Aha. Oder aber es könnte sogar sein, dass beide in der ersten Beine spielen dürfen. Wegen der, dass 20 Leute in der Liga sind, oder? Nee, dann wären es ja 19. Mhm. Wie machen wir? Also, ja, dann wären es 19 Teams. Also es ist ein bisschen schwierig alles. Hm. Okay. Aber man wird sehen. Ich glaube, das wird auch wieder abgelehnt. Ich denke einfach, Berlin sollte es beruhen lassen. Ja. Wenn sogar schon der Verband aus den eigenen Reihen sagt, man sollte es dabei belassen, dann finde ich das auch vernünftig. Richtig. Putzen wir sie jetzt weg, damit sie da weiter unten gammeln können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi. Ganz genau. Macht's gut.